Hans Axel Freudenfeld und ich bin der Direktor von dem DED Deutschen Institut in Berlin. Ich möchte Ihnen gerne die Schule zeigen. Wir sind hier im Eingangsbereich, haben hier unsere Tafel mit den Kursen, Prüfungen, die Klassen, die verschiedenen Gruppen. Hier ist das Büro von unserer Sekretärin, die auch die Studenten unterbringt. Hier haben wir unser Plakat, dass wir Mitglied von Equals sind, eine Qualitätsorganisation europaweit, die in Inspektionen unsere Qualität im Unterricht überprüft. Und hier finden Sie das Freizeitprogramm, was wir den Studenten anbieten, um Berlin und seine Umgebung kennenzulernen. Das nächste Highlight ist hier das Festival of Lights, wo Berlin in verschiedenen Farben beleuchtet wird, Gebäude. Und am Samstag eine Exkursion in eine interessante Stadt an der Grenze zwischen Deutschland und Polen nach Görlitz. Studenten können sich anmelden, die Begleitung ist frei und die Studenten müssen dann nur die Fahrkarte dafür bezahlen. So, Sie sehen hier ein typisches Klassenzimmer, wie die meisten Klassenzimmer unter uns. Gibt es hier eine Tafel, Arbeiten von Studenten, Overhead-Projektor, Mobil, ein CD-Spieler. Dieser Klassenraum heißt Potsdam, was man an den Bildern sieht. Mhm. Hier können ungefähr 12 bis 15 Studenten in einer Klasse sein. Wir haben insgesamt 15 solche Klassenzimmer auf 2 Etagen in der 2. und 3., sodass wir uns insgesamt ca. 200 bis 220 Studenten haben können. Okay. Der Computerraum, ja, ich habe 7 Computer, der kann sowohl für Klassen als auch einfach für Internetrecherche für die Studenten benutzt werden. Schöne Dachterrasse, wo man im Sommer auch Unterricht draußen machen kann. Hier zum Beispiel sitzen, seinen Kaffee trinken oder auch eine Klasse haben. Das ist der Hinterhof von unserem Gebäude hier in der Novalisstraße. Früher war das Gelände eine Lokomotivfabrik. Und das Gebäude, in dem wir heute sind, ist neu gebaut in der Struktur der alten Gebäude des, was Sie gerade gegenüber sehen. Und da sieht man auch ein paar Klassen, die gerade passieren.
So, unser schönstes Klassenzimmer, und hier kann man auch von vorne die Straße sehen. Und man sieht hier die Novalisstraße und dahinter dann die Eichendorffstraße.